Debatte über die österreichische Schuldenbremse, die nimmt ja immer bizarrere Formen an. Da muss jetzt mit den Oppositionsparteien verhandelt werden, ob die zustimmen, und da wird sogar mit dem BZÖ verhandelt. Mit dieser Leiche von Partei. Sie wissen ja, was unter den Banken die Bad Banks sind. Das ist unter den Parteien das BZÖ, die Partei vom Herrn Bucher, dem Herrn Petzner und dem Herrn Stadler. Mit denen wird verhandelt über die Schuldenbremse. Und die haben jetzt gesagt, sie stimmen nur zu, wenn dann auch eine Grenze für die Steuer- und Abgabenquote in die Verfassung geschrieben wird. Dass also die Steuer- und Abgabenquote einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreiten darf. Und das sind im Moment so circa 43%. Und den hätten sie gern niedriger oder zumindest nicht höher. Weil Steuern und Abgaben, die sind ja etwas ganz Böses. Ja, und die größte Weltökonomin von Adnan Buchem, die Finanzministerin Maria Fekter, die kann sich das gut vorstellen, dass man das hineinschreibt in die Verfassung. Und da habe ich mich dann so plötzlich so mit einem Mal gefragt, ja, wieso gefällt es diesen Leuten eigentlich nicht hier bei uns? Ich meine, früher, erinnern Sie sich noch an früher, da hat man jemand, wenn er nur so ein bisschen sozialistisch gedacht hat, zu dem doch gesagt dauernd, geh doch rüber. Und damit war gemeint die DDR und die Sowjetunion. Das haben die Leute gesagt, die Leute vom Schlage von Maria Fekter und vom Herrn Stadler. Aber das kann man die doch eigentlich mit viel größerer Berechtigung fragen. Ich meine, es gibt doch Länder mit ganz niedrigen Staatsquoten. Und ich weiß schon, Steuer- und Abgabenquote ist nicht exakt dasselbe wie Staatsquote, aber es ist doch halt sehr verwandt, weil Steuern und Abgaben halt die wesentlichen Einnahmen sind, die ein Staat hat. Und da habe ich dann nachgeschaut, wo gibt's denn Länder mit ganz niedrigen Staatsquoten? Und da gibt's schon ein paar. Uganda zum Beispiel, das schöne Uganda, Staatsquote 17%. Ja, und wenn die niedrige Staatsquoten und niedrige Steuer- und Abgabenquoten so super finden, ja, warum gehen die dann nicht nach Uganda? Geht's doch rüber. Und der Petzner, der würde nicht einmal besonders auffallen. Aber an sich ist das natürlich eine raffinierte Idee von diesen Parteien, das eigene Parteiprogramm gleich in die Verfassung schreiben zu lassen. Keine Vermögensteuern, gleich in die Verfassung. Sparen bei den einfachen Leuten, gleich in die Verfassung. Vermögende retten, alle blechen, gleich in die Verfassung. Und der Wernerle von der SPÖ, na, der wird schon zustimmen, und wenn nicht gleich, dann werden wir ihn halt ein bisschen schrecken, damit er zustimmt. So haben sich die das richtig super ausgedacht, finden Sie nicht auch? Ich finde, da kann man schon lernen davon. Ich zum Beispiel, ich hätte auch ein paar ganz dringende Wünsche, und wenn die nicht erfüllt werden, darf die Schuldenbremse nicht in die Verfassung. Zum Beispiel, hier sehen Sie, welchen Anteil Vermögensteuern am Gesamtsteueraufkommen in einzelnen Ländern haben. Am meisten in den USA, die sind da ganz oben, in der Mitte der OECD-Durchschnitt von 5,6%, und ganz unten, das Land mit dem geringsten Anteil, das Land, in dem Vermögende am meisten geschont werden, Österreich, mit läppischen 1,3%. Na, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Und da sollte man am besten gleich in die Verfassung schreiben, Vermögensteuern müssen mindestens den OECD-Durchschnitt erreichen. Oder noch sowas, was mir gefallen würde. Sie wissen ja, die obersten 10% besitzen in Österreich so circa 60% aller Vermögenswerte. Das ist natürlich ein bisschen viel, ein bisschen ungerecht. Weil wenn es Gleichverteilung gibt, dann würden sie natürlich nur 10% besitzen. Wobei, da bin ich dagegen. Das wäre ja Kommunismus, Gleichmacherei. Brrr. Da bin ich sehr dagegen. Aber sagen wir, 50% täten doch auch reichen. Und 40% eigentlich auch. Also das sollte man auch unbedingt in die Verfassung schreiben. Die obersten 10% dürfen nicht mehr als 40% aller Vermögenswerte konzentrieren oder meinetwegen 50%. Die Details kann der Faymann mit der Fekta und dem Petzner ja noch ausverhandeln. Im Ernst, kann man diese Irren irgendwie stoppen, bitte? Natürlich müssen wir mit den Schulden runter, und das heißt zunächst mit den Defiziten runter. Und natürlich sollten wir auch mit den Steuer- und Abgabenquoten nicht mehr sehr viel höher. Aber das sind ja Durchschnittswerte. Die allgemeine Steuer- und Abgabenquote impliziert ja sehr wohl, dass für manche Steuern und so weiter zu hoch sind, andere aber unverhältnismäßig wenig beitragen. Und da kann man schon was ändern. Aber vor allem gilt, wenn wir kurzfristig die Defizite runterkriegen wollen, dann muss die Steuer- und Abgabenquote wohl noch ein bisschen wachsen. Was im Klartext heißt, für diejenigen, die jetzt schon viel zahlen, also für mich beispielsweise, wird sie wohl nicht sinken können, und für diejenigen, die sich's bis jetzt richten haben können, für die wird's wohl steigen müssen. Und wissen Sie, wie ich da drauf komme? Na, da haben Sie jetzt drei Ratemöglichkeiten. Weil ich A, ein neidiger Hund bin, weil ich B, ein ewig gestriger kommunistischer Klassenkämpfer bin? Oder C, weil ich rechnen kann? Na, was glauben Sie? Ja, richtig, C, weil ich rechnen kann.
Also, was glauben eigentlich unsere Freunde radikaler Sparpakete? Also, was meinen die eigentlich? Ich meine, irgendetwas Logisches müssen die sich ja denken, zumindest für sich zurechtlegen im Kopf. Die meinen ja Folgendes. Die Defizite sind zu hoch, deswegen müssen wir sparen. Und wenn wir sparen, dann werden die Defizite niedriger. Wenn wir sparen, wird sogar die Wirtschaft wieder florieren. Warum? Das sagen sie natürlich nicht dazu. Ist ja interessant. Es wäre ja interessant, wenn 3 Milliarden eingespart werden, dann haben ja irgendwelche Menschen, alle zusammen 3 Milliarden Euro weniger Einkommen, das sie sonst teilweise ausgeben würden oder großteils ausgeben würden, was wiederum die Einkommen anderer Leute wären. Also nicht um 3, sondern eher um 4 oder 5 Milliarden sinkt dann die Wirtschaftsleistung. Aber wieso sollte dann die Wirtschaft florieren? Verstehen Sie das? Können Sie da irgendeine Logik dahinter erkennen? Aber wenn die Einkommen der Leute alles zusammen um 4 oder 5 Milliarden sinken, dann zahlen sie auch dementsprechend weniger Steuern und dann sinken natürlich auch die Einnahmen des Staates. Also wie sollen da die Defizite sinken? Und vor allem, wenn das alle machen in Europa und überall sinkt die Wirtschaftsleistung und überall steht in den Zeitungen Rezession, Krise, Wirtschaft schrumpft schon wieder im 3. Quartal. Na, da werden die Finanzmärkte, die wir eigentlich beruhigen wollten, sehr nervös. Ui, werden die nervös. Und verrechnen uns höhere Zinsen für die Schulden, die wir eh schon haben. Und somit sind die letzten Groschen der eingesparten Milliarden auch noch weg. Also, mit einem Wort, kurzum. Die Freunde der radikalen Sparpolitik in Europa, diese Freunde der radikalen Sparprogramme in Europa, die sind im Krieg. Ja, die führen einen Krieg. Und wissen Sie, wogegen die Krieg führen? Gegen die Mathematik. Die führen Krieg gegen die Mathematik. Vermögensteuern verhindern, Steuer- und Abgabenquote reduzieren, sparen und trotzdem die Defizite reduzieren. Also mir wäre wohler, wenn wir jemanden im Finanzministerium sitzen hätten, der rechnen kann und logisch denken, statt jemand, der an Voodoo-Wunder glaubt. Apropos Wunder, wäre es nicht so super gefährlich, man hätte ja glatt ein bisschen Schadenfreude, weil unsere Voodoo-Priester jede Woche ihr blaues Wunder erleben. So wie die Deutschen, die buddeln sich da jetzt auf wie die Zuchtmeister Europas, schaffen an, dass überall gespart werden muss. Dann werden die Zinsen schon sinken, denn dann werden die Märkte wieder Vertrauen haben in uns. So wie dieser CDU-Fraktionschef, der diesen auftrumpfenden, dummen, haarsträubend dummen Satz gesagt hat, in Europa wird jetzt Deutsch gesprochen. Und blöderweise hat es die Märkte gar nicht beruhigt und so ist es dazu gekommen, dass vergangene Woche den Deutschen niemand mehr ihre Staatsanleihen hat abkaufen wollen. Ja, so schnell kommt's. Jetzt wird in Deutschland ein bisschen Griechisch gesprochen. In Europa wird Deutsch gesprochen, in Deutschland Griechisch. Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleitegriechen, hat die Bild-Zeitung vergangenes Jahr geschrieben. Ich freue mich schon, wenn die Pleitedeutschen ihre Inseln verkaufen müssen. Weil für Hiddensee beispielsweise würde ich mich glatt interessieren. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Deutsch.